Freunde, am heutigen Tag gibt es Paluten reagiert auf Kevin Wolter, der auf Paluten reagiert. Denn vor ein paar Monaten habe ich den Fitnessstudio-Simulator 2.0 aufgenommen. Und Kevin, er hat mal wieder darauf reagiert. Und er ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne bei ihm vorbei, denn ich persönlich finde ihn echt sympathisch. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht. Denn Kevin sieht gerade nicht sonderlich glücklich aus. Was habe ich dir denn getan? Palutin, was ist los mit dir? So gewaltbereit? Willkommen, liebe Freunde. Wieso denn was? Was habe ich denn in dem Video gemacht? Das Problem ist, das Video ist ja schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau abging. Aber hier, ja, subscribe, Alter. Könnt ihr bei Kevin abonnieren. Könnt ihr Pidizzle natürlich auch gerne abonnieren. Wir gucken jetzt aber einfach mal rein. Let's go. Zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr seht schon, es ist Reaktionstime. Wir befinden uns wieder im so wunderschönen Shisha-Café Smoke, Berlin, in der Leipziger Straße 41. Ja, okay, ist alles auch klar. Unten, Leipzigstraße 41 ist auch unten verlinkt. Mein wir reagieren heute auf Paluten mal wieder. Kevin! Wenn ihr Supplemente braucht, ja, dann könnt ihr Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, ey. Aber warum denn immer, ich heiße doch Paluten, nicht Paluten. Das spricht man doch auch so aus. So, und ja, ihr unterstützt dieses wunderschöne YouTube-Projekt. Okay, ich unterstütze dich gerne, Kevin. Ne? Wir wollten ja zusammen trainieren gehen, das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Lieber Paluten, was ist da los? Melde dich bei mir. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Wir haben eine Rechnung offen. Ich habe einfach Angst, dass er mich in der Mitte durchbricht. Nee, so ist er ja gar nicht. Also das, was ich von Kevin so mitbekommen habe, ist er ja, wie sagt man das? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber dass der Typ im Grunde genommen, es klingt komisch, aber dass er so ein Knuddelbär ist eigentlich, weißt du so? Harte Schale, weicher Kern, netter, sympathischer Typ, hat einfach nur mal das, weißt du, das Bodybuilding für sich entdeckt. Das wirkt dann natürlich im ersten Moment immer ein bisschen imposant, aber wir kriegen das hin. Ich trainiere noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt ja hier auch bei mir im Hintergrund, da ist Pidizzles kleine Station, ist einfach, um mich ein bisschen fit zu halten, aber irgendwann klappt das. Mein Problem ist auch einfach, das gebe ich auch gerne zu, ich bin ja an sich auch jemand, auch wenn man es mir manchmal nicht glauben mag, ich bin eigentlich eher so der schüchterne Typ. Und so neue Leute kennenzulernen, Crispy Rob wollte ja auch mal mit mir ein Video machen, mit Monte wollte ich auch seit 3 Jahrzehnten mal Mario Kart aufnehmen. Das hat meistens immer nicht geklappt, weil ich mich dann einfach nicht mehr wirklich gemeldet habe. Ich bin halt ein bisschen introvertiert. Aber egal, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Irgendwann klappt das. Irgendwann werde ich definitiv mal mit Kevin Wolter eine Runde pumpen gehen und dann würde er wahrscheinlich über mich lachen. So, let's go. Paluten hat wieder ein Gym-Simulator gespielt und zwar das Upgrade zur letzten Version. Und das gucken wir uns mal an, was da jetzt mehr abgeht. Schöne Rotex da. Herzlich willkommen zurück zum Fitnessstudio-Simulator. Meine Damen und Herren, dieses wunderbare Game hat ein Update bekommen. Oh. Und da dachte ich mir, dann nuggelt er erstmal an der Shisha. Denn so wie ich momentan aussehe, Leute, das geht überhaupt nicht klar. Ja, sowohl im Real Life als ja, dann kommen wir ins Ziel, er sagt es ja selber, es geht nicht klar, wie er aussieht. Ne? Was ist da los? Dann kommt mit mir ins Studio hier, Paluten. Kommen wir nach Hamburg? Ich glaube, er wohnt irgendwo in Hamburg, ne? Ah, ich glaube, du wohnst irgendwo Richtung Hamburg. Wenn nicht, auch egal. Egal, wo du bist, ich komme dahin. Und wir trainieren zusammen. Und dann kommst du nach Berlin. Er wird mich finden. Nee, aber er hat zumindest den Akzent ganz gut einordnen können. Früher, für die Leute, die vielleicht meinen Kanal nicht so verfolgen. Mein YouTube-Stüssel hat angefangen in Hamburg. Ich bin auch in Hamburg aufgewachsen, ich bin in Hamburg geboren und dann bin ich nach Köln gezogen und von Köln jetzt nach München. Also ich bin praktisch einmal von der nördlichsten Großstadt in Deutschland, von Hamburg in die südlichste Großstadt. Kann man sagen, München ist schon Stuttgart. In München wird mehr Einwohner haben als Stuttgart auf jeden Fall. Nur gut, gucken wir mal, was Kevin... Boy, weiter. Ist auch hier im Spiel, Alter. Guckt euch den doch mal an. Wichtig ist jetzt aber auch noch, was hat sich alles verändert? Okay, der Typ war auch letztens noch da. Das stimmt. Wer seid ihr denn? Alter, wie ist der denn? Sie sieht doch relativ normal aus. Tag, man, ich rede einfach mal mit ihr. Okay, ich rede doch mit dem. So, Bodybuilding Competition. Als ob, man kann jetzt an einem Wettkampf teilnehmen. Ja, ich will mich... Okay, geil. Also man kann sich jetzt in dem Spiel auf einen Wettkampf vorbereiten. Ich bin mal gespannt, was der liebe Paluten so aus sich rausholt. Paluten, Kevin! Vielleicht sollt ihr einfach nur diese Spiele spielen, anstatt diesen Wettkampf wirklich zu machen. Ja. Was haltet ihr davon? Ich mache einfach gar keinen Wettkampf. Ich mache einfach den Wettkampf virtuell. Bei ihr kann ich Protein kaufen. Ja, gut. Aber ich habe da keine... Sperm? Monster X. Okay, warte mal, was stand da gerade? Protein kaufen. Aber ich Sperm? 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 Protein. Sowas brauche ich nicht. Sperma-Protein? Kann ich auch Sachen mittlerweile grabben.
Okay, interessant. Spermaprotein? Ihr habt's gesehen, oder? Spermaprotein? Was? Das ist eine Marktlücke. Ich krieg da bestimmt auch eine Flasche voll in der Woche. So, guck mal. Was guck ich mir? Es tut mir leid, meine Flasche. Weil das ist ja das, was ich am Anfang machen muss. Und eins. Und zwei. Der Bizeps muss brennen. Da gab's auch so ein treffendes Lied dazu. Von irgend, das war mal so ein richtig krasses Meme. Mein Bizeps so oft. Stimmt. Brennen. Der Typ, Alter. Oh Gott, Mann, ey. Warum sind wir immer so hässlich? Sowohl im Real Life als auch im Spiel, Alter. Kenn so, ich. Jetzt bitte, komm kenn schon, Homie. Ja, sind wir, sind wir schon zwei, Kevin. Was willst du denn? Wer bist du? Oh, ich glaube, der will mir hier Steroide verkaufen. Bei Eschrei Haichan, do you need some enhanced protein? Zeig mir mal, was du hast. Jetzt, wir müssen erst massiger werden. Ach so. Was geht hier? Ach, krass, hier kann man auch raus. Ja, aber ich will doch pumpen. Wie komme ich denn wieder rein? Hallo? Ja gut, dann laufe ich jetzt mal schön nach Hause gepflegt. Alles kein Problem. Meine Luxuswohnung, das weiß ich noch. Wir hatten so ein richtig geiles Apartment. Ja, auf jeden Fall. Was? Hier wohnen wir? Das sieht doch voll geil edel aus. Das ist doch schick. Ja, ja. Was gibt's zu essen? Ui, sind aber Leckereien. Was ist das für ein dummer Bug? Junge, ich fahre hier einfach durch die Gegend. Während ich ein paar Liegestütze mache. Oh, das, ich kann hier auch an die Maschine. Das ist kein dummer Bug, das ist, ist eine neue Variante der Liegestütze, die ist sehr im Kommen. Walking Push-Ups. Ich fahre hier immer noch wie so ein Ding durch die Gegend. Mann, Alter. Ich dachte, wir sind jetzt am Pumpen. Aber ich glaube, wenn ich gleich wieder genügend Stamina habe, dann müsste alles gut sein. So, ich krabbel ins Bett wie so eine kleine Ente. Und jetzt. Wenn ich gleich wieder. Okay, also du konntest früher ja so endlos Push-Ups machen, bis du dein Level aufgebaut hast. Jetzt mittlerweile wird er müde und muss schlafen gehen. Richtig so. Es hat sich alles weiterentwickelt beim Fitness-Simulator. Cooles Upgrade. Nicht. Dann ist alles. Oh Leute, da war das sieht gesund aus. So macht man die. Oh Gott, Junge, was ist denn mit deinem Arm los? Was ist denn mit seinem Arm los? Scheiße. Oh, jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen was für ein Latt oder so. Ja, ich glaube, das ist für den Latt oder für die Brust. Ich bin jetzt auch kein Experte. Latt ist richtig. Was haben wir denn mittlerweile für Arme? Alter! Ich war ganz ehrlich, der Bizeps kann auch hier mithalten bei Mr. Volta. Würde ich mal so spontan sagen, oder? Obwohl im Gegensatz zu Kevin. Ach so, kann mich. Ich bin es ja. Er hat über mich geredet. Hören wir uns mal an, was er noch so über mich redet. Bizeps sieht das ein bisschen aus, als würde da jemand schön Synthol oder so sich reinziehen. Schon wie auch immer das Zeug heißt. Weil manche Leute, die haben nicht, scheinbar nicht so viel Bock auf Trainieren und spritzen sich da irgendwie dann irgendeine Art Öl in die Muskeln. Ja, da hat er recht. Sowas gibt's leider viel zu häufig. Hab da ganz viele Bilder im Internet laufen. Unglaublich dumm, sowas zu machen. Damit die voluminöser aussehen. Komplett bescheuert. Also so sieht's nämlich aus. Oh ja, guck, danke. Hier, Kevin, wir sind praktisch hier, wir beide haben zumindest schon mal, wir sind gegen Synthol. Und das machen wirklich Leute. Also das ist jetzt, das hat Kevin jetzt ja auch nochmal beschädigt. Absolute komische Leute, die das machen. Ich muss gleich mal gucken, ob der eine Typ mir jetzt endlich mal hier dies, das, hier an Steroide und sowas verkauft. Nur kurze Info, Leute, das ist ein Teufelszeug. I am so tired. Ja, du gehst jetzt ja auch schlafen. Perfekt, exit. Ich hab mal gehört, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, dass wenn man, oh scheiße, hier sind wieder die komischen Steroide nimmt, dann in der Zeit der Einnahme schrumpfen dann so ein bisschen die. So, ja. Hat er recht, wenn du dir Exogen-Testosteron zuführst, denkt der Körper sich, wo kommt das alles her? Da produziere ich einfach nichts mehr selber. Und dadurch können die Hoden schrumpfen, weil die eigene Testosteronproduktion findet in den Hoden statt und die hört somit auf oder wird eingestellt. Ja, Dr. Volta hat das. Deswegen hast du was für mich? Schrumpfen die. Oh, jetzt gibt's ne. Jetzt! Oh, er schlägt. Komm schon. Prügelei. Bam! Liegt er? Liegt er? Ich glaube, er liegt. Aber ich kann auch nichts mehr drücken. Ach komm schon, was ist denn mit diesem Spiel los? Was los jetzt? Der liegt doch da auf dem Boden. Ich kann hier aber nichts machen. Er hat einfach das Spiel kaputt gemacht. Du kannst nicht einfach Leute umschlagen. Palutin, was ist los mit dir? So gewaltbereit? Hätte ich nicht von dir gedacht. Bin sehr enttäuscht. Einfach fremde Leute verprügeln. Aber nun gut, das war ja eh das Letzte, was wir erforschen wollten. Andere neue Sachen gab es, glaube ich, auch gar nicht. Load Game? Nee. Ich kann nur auf Play drücken, oh, oder? Mann, ey. Und dann zu gut. Bin ich wieder ein Lauch. Oh. Nein! Alles für nach. Okay, Leute, das war's mit dem Fitnessstudio-Simulator 2.0.
Paluten, cooler Typ, sehr sympathisch, wirklich mega cool, mega lustig. Finde ich sehr, sehr gut. Haben wir den mittlerweile auch ein paar Mal selber angeguckt bei YouTube. Macht echt coole Sachen. Könnt ihr unbedingt mal abchecken. Und ja, Spiel ist ein Spiel. Geht lieber ins Gym und trainiert selber, anstatt Spiele zu spielen. Aber Paluten macht es ja dann nur einen Spaß draus. Aber wie gesagt, Angebot steht. Wenn du mal richtig trainieren möchtest, können wir gerne mal zusammen eine Session starten, lieber Paluten. Und ja, ich schreibe dir jetzt auch auf Instagram gleich und mal gucken, was du dazu sagst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Gleiche kann ich im Grunde genommen bei Herrn Wolter nur zurückgeben. Ich finde ihn auch super klasse und ich werde sein Angebot auf jeden Fall irgendwann auch mal annehmen. Denn wie gesagt, ich finde ihn klasse. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Er hat ja auch schon mit diversen YouTubern das Ganze hier vollführt. War einmal mit Julian Bam ein bisschen trainieren. Okay, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Wie schon das eine oder andere Mal erwähnt, schaut gerne bei Kevin vorbei. Ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Trainingssession wird es irgendwann auch mal geben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Kevin. Und nimm es bitte nicht persönlich, falls ich nicht auf die Instagram-Nachricht reagiert habe. Feier dich trotzdem. Okay, Leute, das war's jetzt. Haut rein. Ciao, ciao. Bin ein bisschen introvertiert.